Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Ein kurzer Vers aus dem Buch der Sprüche. Dieses Buch hält ja einige Weisheitssprüche parat. Eine kurze Geschichte dazu, ganz nach dem Motto, der Klügere gibt nach. Zwei Bauern treffen mit ihren Fuhrwerken auf einer schmalen Brücke zusammen. Jeder fordert den jeweils anderen auf, dass er Platz mache. Sie diskutieren. Jeder hat seine Gründe dafür, dass er weiter und der andere weichen muss. Keiner gibt nach. Jeder fühlt sich im Recht und jeder hat seinen Stolz. So stehen sie sich gegenüber. Schließlich lesen sie Zeitung, packen ihre Vespa aus. Jeder sitzt auf seinem Wagen und hofft, dass der andere entnervt aufgibt. Der Tag vergeht. Sie halten trotzig ihre Position. Plötzlich ruft der eine energisch zum anderen hinüber. Wenn du jetzt nicht augenblicklich zurückweicht und mir Platz zur Durchfahrt machst, dann mache ich es mit dir ebenso, wie ich schon heute Morgen mit einem anderen Bauer auf der Brücke es gemacht habe. Erschrocken weicht der andere zurück. Nachdem der Bauer mit seinem Fuhrwerk die Brücke verlassen hat, fragt der andere noch eingeschüchtert: Nun sag mir wenigstens, wie du es heute Morgen mit dem anderen gemacht hast. Nun, was werde ich schon gemacht haben? Ich bin zurückgefahren und habe ihm Platz gemacht. Wer ist nun der Klügere? Manchmal fordern uns die Zeiten heraus und fordern auch Geduld von uns. Das fällt dem einen schwerer als der anderen. Bleiben Sie geduldig, bleiben Sie klug und bleiben Sie behütet.